Dann machen wir unsere Allgemeinmediziner noch ein bisschen besser. Es ist vielleicht der Aufmerksamkeit der meisten Hörerinnen und Hörer entgangen, aber Dupont County verfügt über ein wahres Wunderwerk moderner Technik. Die Spitzbergenbrücke. Wenn Sie gerne Dinge überqueren, müssen Sie diese Erfahrung unbedingt einmal gemacht haben. So. Da wir ja genug Geld haben, wir machen jetzt hier so einen Ausbildungssaal, wo dann auch mal 10 Leute ausgebildet werden können. Ich habe dieses... Nicht, dass wir den jetzt noch zwanghaft bräuchten, aber wir haben halt immer mal wieder so 5, 6, die ausgebildet werden können und dann reichen diese Ausbildungsräume nicht. Und da das hier nur für Personal ist, können wir uns das ja leisten. Oh. 12 Leute. Klimaanlagen müssten ausreichen. Das brauchen wir alles nicht. Blumen. Ja, lass uns erstmal die wichtigen Dinge machen. Wie zum Beispiel hier so ein Skelett hin. So. Nee, der. Ja, die Patienten weigern und weigern und weigern sich. Lass sie sich doch weigern. Hauptsache, wir machen Plus. Stufe 5 sind wir schon. Haben wir alles drin, was wir brauchen, wa? So, hier passt noch ein Whiteboard hin. Hier passen noch Schränke hin. Zack. Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Behandlung 2. Ich mache mir immer Sorgen, dass die hier, ne? Und allein dafür hat es sich ja schon wieder gelohnt. Ne? So, die passen, alles klar. Dann haben wir auch wieder Instandhaltung. Und einen können wir noch. Wie ist die Assistenz zurzeit? So, ihr kriegt auch eine Kundenbetreuerausbildung. Hier von denen. Immer die schlechtesten bilden aus. Ist zwar eigentlich sinnvoll, wenn du es andersrum machst, aber... Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Hier, die können alle die 3 bekommen. Die kriegen jetzt aber erstmal Instandhaltung 2. Oder 1. 1 ist es, genau. Sehr gut. Udos sind gleich fertig. Hier ist jetzt ein bisschen viel Betrieb. Das löst sich aber gleich in Wohlgefallen auf. Und wir können ja mal in der Zwischenzeit uns Gedanken hier drum machen. Ich mach mal Pause, damit nicht so viel passiert. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch im Bereich der OPs was. Ich wollte noch eine OP-Schwester einstellen, glaube ich. Ne? Wir haben 1, 2, 3 OPs und die sind alle gut besucht. Wir haben
4 oder 5 Operateure, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Pfleger. 1, 2, 3. Wir haben nur 3. Oh Mann, wir müssen unbedingt 2 Krankenpfleger einstellen mit... Ja, du zum Beispiel. Ach, die kriegen jetzt alle... Ach was. Weil ich das so eingestellt habe, weil ich erst versehen auf den Knopf gedrückt habe, wird jetzt alles, was eingestellt wird, automatisch grün bekleidet. So, du bist schon mal eingestellt. Also. So, dann zieh dich mal eben um, weil... So, danke. Wir brauchen mal eben das Ding hier. Einmal kopieren. Hier in die Ecke. So. Ne? Und ihn hier bearbeiten, den schieben wir jetzt einfach darüber. So. Die Clownerei kriegen wir hier nicht unter, ne? Nicht wirklich. Brauchen wir denn noch irgendwas an Behandlung? Nö, ne? Wir brauchen nur OP. Noch. In der Hoffnung, dass das dann... Weil hier hinten ist ja keine Behandlung. Brauchen wir ja nicht gucken. Also nur hier Behandlung. Also, wir haben noch einen zusätzlichen OP. Dann können wir... Zum Beispiel den hier nehmen. Dann packen wir dahin, weil den brauchen wir auch aktuell eher nicht, ne? Na, wobei, wir sollten ihn besser auflassen. Niemand soll behaupten, dass ich Sir Nigel ein reiner Stadtmensch bin, der unfähig ist, in der Wildnis seinen Mann zu stehen. Stehen. Erst mein Chauffeur falsch ab und wir landeten am Rande von Tumble. Ich entkam dieser Auseinandersetzung mit der Natur unverletzt und genoss sogar ein wenig das Farbenspiel der herbstlichen Bäume. Schön. Da haben sie's. Die jährliche Prüfung steht bevor. So, dann den mal bearbeiten. Den ziehen wir einfach hier rüber. Das Ding schmeißen wir mal weg. Natürlich ziemliche Platzverschwendung hier alles, aber... Puh, ja. Hier könnte man einen Personalraum reinbauen. Ne? Ist halt nachteilig, dass man die Personalräume, weil die ja immer so angepasst sind, ja, dass man die nicht kopieren kann. Die muss man immer wieder neu bauen. Weil die ja eben so speziell sind. So, Möhre. Gibt ja immer so ein paar Sachen, die ich da immer reinbaue. So, das haben wir. Dann bräuchten wir noch eine Uhr.
So. Den Desinfektionsspender. Hier hinter die Tür. Sehr gut. So. Das können wir da hinten freilassen. Dann haben wir jetzt hier noch eine ganze Ecke. Dann machen wir eine Wahrsagerin hin. Hier sowas. Einen Appelstuhl haben wir auch noch nie verwendet, ne? Können wir den nicht hier irgendwie hinmachen? So. Mal gucken, ob es klappt. Vielleicht schaffen wir noch ein kleines Blümchen in die Ecke zu packen. Sehr gut. Teppich. Was haben wir denn noch? Verringert die Langeweile. So. Natürlich der Traumfänger, so wie sich das gehört. Diese komische Bahn, wo ist die denn nochmal? Kriegen wir die jetzt hier wohl rein? Auch wieder nicht, ne? So, das erste Mal, dass wir die da reinkriegen, ist ja krass. Ja, machen wir doch so und hier im Boxsack hin. Das dürfte auch gehen, ne? Gucken wir mal, ob wir hier nicht. Ist wirklich so, ne? Ja, krass. Na gut, dann nehmen wir sie weg. Dass hier gar nichts mehr hinpasst? Na gut. So, wir sind bei Stufe kurz vor der 4, 5. So. Was können wir denn nochmal? Ja, ja. Fiesen Bilder an der Wand hängen. Da passt auch noch eins hin. Hier kommen unsere Diplome, die müssten ja hier ganz gut hinpassen, so gerade eben. So, dann haben wir das Zimmer nämlich auch und Stufe 5. Die Frage ist, können wir eventuell hier... Wenn wir hier die Klos hinmachen? So klitzekleine Klöchen? So. Da wissen wir ja, die müssen wir ziemlich voll stopfen.
Aber das sollte funktionieren. So. Alles klar. Dann müsste hier ja nur noch ein Desinfektionsständer hinpassen. Passt. Dann kommt hier der hin. Ein Mülleimerchen. Dann eine kleine Klimaanlage daneben. Das müsste reichen. Prestige ist immer noch nicht ausreichend. Die Uhr. Ah, das kriegen wir doch hin, oder? So. Noch ein Blömpchen in der Ecke. Alles klar, dann haben wir das erste Klo und auf die andere Seite machen wir natürlich auch gleich ein Klo. Machen wir schön spiegelverkehrt. So wie sich das gehört, ne? Aber dann können die Leute hier eben nochmal schnell aufs Klöchen hüpfen. Also ich denke ja auch, wenn ich so kurz vor einer OP stehe, ich glaube, ich müsste auch nochmal. Man weiß ja nicht, ob es der letzte Schiss ist, ne? Hm, hat er nicht genommen, okay. So, Klöchen hin. Dann den. Der kommt hier neben die Tür. Ich hoffe, dass die jetzt noch passen. Ja. Desinfektionsspender muss hier hin. Knapp, aber passt. Mülleimer. Klimaanlage. Uhr. Ein Blömpchen in der Ecke. Stufe 5 und dann können wir noch. Alles klar. So, dann haben wir zwei Toiletten hier. Hier hinten weiß ich noch nicht, was wir da hin machen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das heißt, wir können ja jetzt. Mal eben hier, mal eben da, mal eben. Rot. So, dann können die sich hier einen zurechtlesen. Da passt noch eine Blume hin. Hier müssen wir gar nichts mehr hinheften. Hier passt nichts hin, alles klar. Hier passt auf jeden Fall noch irgendwo einer hin. Hier. Oh. Damit die Leute auch sitzen können, ne? Mal wieder so ein Prospektständer. Okay. Dann sorgen wir erstmal dafür, dass es jetzt ein bisschen grün wird, indem wir wieder mal Bilder an die Wand hängen. So. Einmal hier. Da. Da. Ja, das sind immer die hochaufregenden Arbeiten, ne?
So. Ja, hier wird aber auch nichts geheilt. Ich habe hier auch keine. Naja, nix hier, weißt du? Hier so ein Ding zum Hinhängen habe ich ja gar nicht.